Grüß euch, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Buchpost, Unboxing, whatever. Wir haben Bücher bekommen und die müssen wir natürlich auspacken. Und ich war so brav, ich habe die am Freitag bekommen letzten, das ganze Wochenende zu warten, weil ich nicht filmen konnte und ich wollte es mit euch öffnen. Genau. Aufgemacht habe ich es zwar. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht schon wieder meine Adresse gezeigt, weil dann müsste ich das Video noch einmal aufnehmen. Aber ja, ich schaue mal, falls es zu sehen ist, werde ich wieder irgendwas drüber legen. Genau, das erste, was wir haben, ist Post von der Buchhandlung Graf. Und ich glaube, ich weiß, was es ist, weil ich warte schon lange auf Foxglove. Ich muss aber sagen, bis jetzt war die Buchhandlung Graf bei mir oberverlässlich. Ich habe zwar manchmal ein bisschen später, aber ich habe es immer gekriegt. Schauen wir mal, was sich da drin. Ja, es ist Foxglove. Ich fahre kurz eine Rechnung. Chips. Hammer. Mit Farbschnitt. Ich muss echt eines lobend sagen. Ich weiß, nicht jeder hat das irgendwie problemfrei bisher oder da gab es irgendwie Beschwerden, keine Ahnung. Aber ich muss sagen, bei mir hat die Buchhandlung Graf einwandfrei bis jetzt immer funktioniert. Ich habe immer die Bücher, auch wenn ich es später gekriegt habe, mit Farbschnitt gekriegt, immer im super Zustand. Also es war Holzklopfen bei mir eigentlich noch nie was daneben. Ja. Und ja, jetzt habe ich es auch. Ich freue mich und denke mir, ich hätte Hunting Adeline auch bei der Buchhandlung Graf bestellen sollen. Leider habe ich das nicht, weil damals habe ich irgendwie bei Graf noch nicht bestellt. Das kam erst 2 Monate später oder so. Blöd, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich... Naja, ich freue mich auf jeden Fall, es zu lesen. Ich mochte ja Belladonna den ersten Band sehr gerne, fand ich cool. Deswegen freue ich mich schon auch auf Foxglove. Genau, so, schauen wir noch in das Paket. Das ist von dem großen A. Und da haben wir einmal Sinister Rivals. Ich weiß nicht, ob man es da sehen kann. Ich glaube, man kann es sehen. Ich habe ja hier... Aha. Ich habe ja hier Band 1 bis 3, also von der Sinister-Reihe, Sinister Ground, Sinister Bastards, Sinister Rituals und jetzt haben wir Rivals. Sogar mit Farbschnitt, das hat funktioniert und ich freue mich schon sehr, weil ich die Reihe sehr gern mag. So, da wurde ich geinfluenzt durch die Österreicher WhatsApp-Gruppe. Ein Fantasy-Buch, ja, es ist vom Vajona Verlag, der hat mich bis dato auch noch nie enttäuscht, also die Bücher vom Vajona Verlag mochte ich. Und zwar haben wir hier, genau, ein Romantasy, soweit ich weiß. Mehr weiß ich eigentlich noch gar nicht, ich habe einfach gesehen, dass es auch wunderschön ausschaut. Wobei ich sehe, dass Amazon mir da einen Cut reingehaut hat, aber ich glaube, das sieht man über die Kamera gar nicht, aber ist egal, es ist trotzdem... Irre, irre schön. Und ich werde es lesen und werde berichten. Ja, kleines Zwischen-Audio-Ding noch aus dem Schnitt. Ich weiß gar nicht, ob ich gezeigt habe. Ich habe mir irgendwann dazwischen beim Libro Yellowface geholt. Ich habe das tatsächlich noch mit Farbschnitt gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob ich das dazwischen je gezeigt habe oder ob ich das bei den ganzen Book Hauls, Buchpost-Videos einfach vergessen habe. Deswegen schneide ich das frech jetzt einfach in dieses Video rein. Yellowface darf auch hier neu einziehen. Ja. Ja, das war so die Buchpost. Ja. Alles Liebe, Baba.